Ich hab da zwei andere so Picto-Spiele, die ein bisschen anders funktionieren. Also die so normale Spiele sind. Normale Picto-Spiele. Mich hat nur dieser Rollenspielaspekt interessiert. Den wollte ich mal sehen. Das heißt, der Zauberer Thordos hat das legendäre Goblin-Schwert gefunden. Vor langer Zeit von Goblin-Lords geschmiedet, galt es als verloren. Ja, es ist wirklich, wir kennen die Geschichte im Großen und Ganzen, oder? Großer Wald, Level 1. Kristall gefunden. Das war aber auch nicht schwer. Das Spiel ist super leise, oder? Da kann man mal ein bisschen hochdrehen, glaube ich. Damit man wenigstens ein bisschen was hört. Moment, warum bringe ich die um? Die sehen so harmlos aus. Doppelsprung. Okay, sehr basic hier. Ich bin gespannt, ob das noch irgendeinen Ass im Ärmel hat oder ob das so basic bleibt. Ich meine, das ist jetzt nicht. Also, es ist nicht irgendwie schlecht oder so, aber. Bis jetzt ist es halt so, ja, gibt Millionen. Ah, war das diese. Ich glaube, das war dieses Spiel. Von dem habe ich mir Tests angeguckt. Das war auch so super billig reduziert. Irgendwie wahrscheinlich auch 99 Cent oder so. Und da habe ich mir einen Test angeguckt, von wegen, das ist also ein sehr simples, sehr süchtig machendes Spiel mit super viel Upgrades oder super viel Collectible-Zeugs. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich glaube, das war das. Stimmt, gibt's ja. Sammel Zauberkugeln und aktiviere den Spezialangriff deiner Waffe. Manche Monster können leichter von hinten besiegt werden. Ist wieder wie in vielen Spielen die Frage, was kann ich mit dem ganzen Loot machen, den ich krieg? Das kann oft sogar entscheiden, ob es super motivierend ist oder eher so, nö, für mich zumindest. Au, okay. Das ist wohl einer von diesen leichter von hinten zu besiegen Gegnern gewesen. Au, Mist. Dammit, bitte nicht mehr sterben jetzt, das wäre doof. Hey, aber ich muss sagen, das macht mir gerade ziemlich Spaß. Ich weiß nicht genau warum. Ich kann es wirklich nicht genau sagen. Weil es ist ziemlich simpel und so. Aber es macht gerade echt Spaß. Schauen wir mal, wohin das noch führt. Hier wimmelt es nur so von Monstern. Ich verschwinde lieber. Mach das. Ich entwimmle die Gegend mal. Steuert sich sehr gut auf jeden Fall. Sehr direkte, gute Steuerung. Es sieht nicht nach viel aus, aber an der Steuerung scheitern ja oft solche Spiele. Das ist perfekt. Zum Beispiel viel besser als bei diesem Contra-Boss-Rush-Spiel, das wir vorher gespielt haben, beim letzten Mal. Auf gestern war es wahrscheinlich schon. Das ist eher an seiner Steuerung ein bisschen gescheitert. Gescheitert ist zu viel gesagt, aber war ein bisschen unsauber. Vielleicht gerade weil es so simpel ist, ja? Vielleicht. Auf jeden Fall war da gerade eine Stelle, an die ich wahrscheinlich noch nicht komme. Bin gespannt, ob ich danach irgendwie Doppelsprung oder Sachen
ähnliche Sachen lernen. Schnapp ihn dir. Danke. Achso, das ist... Naja. Vielleicht gehen wir doch mal einen anderen Weg. Gibt es einen anderen Weg? Nee. Eigentlich keinen anderen Weg, oder? Geht's da hinten weiter? Kann man da den Bildschirm verlassen vielleicht? Ja, tatsächlich. Das ist schon das Ende des Levels. Da habe ich aber irgendwas übersehen. Hi, Cluedo. Hallo. Animal Crossing Session schon wieder beendet bei dir? Was heißt schon wieder, aber schon beendet? Echt doof, dass ich vergessen habe, dass ich Nook gestern noch die restlichen Tiere gibt, die ich ihr auf der hohen Kante hatte. Das hätte ich heute schon ins Museum haben können. Dammit. Naja. Dann halt morgen. Sammel 4 Lebenstränke für ein weiteres Herz. Okay, mach ich. So, jetzt will ich mal zur Weltkarte. Und zum Händler gehen. Oh, neue Waffen. Interessant. Schauen wir mal. Eugen als Gast, nicht das Museum. Ja, ja, ich weiß, aber gut. Museum dauert nach 15 Spenden nochmal 2 Tage. 2 Tage, das ist aber lang. Wie viel Gold haben wir jetzt? 400? Oh, schade. Dann können wir uns nicht sehr viel Waffen kaufen. Das Gladius? Jetzt testen wir mal das Gladius. Ups. Jetzt habe ich irgendwie A und B gleichzeitig gedrückt. Rüstungen gibt es auch noch. Rostige Rüstung aus Eisen. Leichtes Outfit für geheime Missionen. Die sind leider alle zu teuer. Okay, aber ich sehe schon, es gibt verschiedene Upgrades und so. Das könnte dann schon alleine deswegen cool sein. Bisschen langsamer die Waffe, Verstärker, fühlt sich gleich ganz anders an. Ziemlich cool, muss ich sagen. Dass das gleich so einen Unterschied macht. Unsterblich oder tödlich, das ist die Frage. Unsterblich. Also tödlich im Sinne von, kann ich es töten, meinte ich jetzt. Dass es für mich tödlich ist, davon geht es. Schmetterling, sterb! Achso, schade. Ah, Secret. Wow. Ich muss echt sagen, so basic das Spiel ist, so viel Spaß macht das irgendwie. Goblin Sword. Kann man sich geben, finde ich. Einen kleinen Preis. Glaube ich, ist jetzt zumindest ein nettes kleines Spiel mit Potenzial. Und zu mir, Plattform. Ich habe dich genau gesehen. Du brauchst gar nicht so zu tun, als würdest du nicht existieren. Bring mich zu meinem Treasure. Ja, gleich 12, stimmt, 7 Minuten. Gerade bin ich wieder fit. Vielleicht machen wir noch eine Stunde länger. Nee, Quatsch.
wieder weiter. Und ich werde dann auch am Sonntag oder vielleicht am Montag, je nachdem wie erledigt ich am Sonntag bin, auch gleich auf Patreon, kann ich schon mal sagen, für meine Patreons eine Abstimmung starten. Bei ein paar von den Spielen, die wir jetzt im Stream gespielt haben und auch vielleicht ein paar von den Spielen, zu denen wir nicht gekommen sind, werde ich jetzt als neue Patreon-Stream-Spiele vorschlagen. Die dann immer jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat quasi im Stream gespielt werden. Aber ich glaube, da waren ein paar Sachen dabei, die vielleicht es wert wären, beendet zu werden. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Und eins suche ich mir raus, dass wir dann jeden ersten und dritten Dienstag spielen. So machen wir das. Eins suche ich mir aus, eins sucht ihr euch aus quasi. Und immer abwechseln. Ich glaube, das ist ganz cool. Oh oh, ein Stachelfallen ist leider schmerzhaft. Ob ich das schaffe? Komm schon, Doppelsprung, du schaffst das. Ja, ja, yeah. Schön. Warum habe ich eigentlich diese Schweine mit ihrem kleinen Beutel auf dem, ne? Hier so. Wie nennen wir die gleich nochmal? Die haben die einen Namen? Ich glaube schon, oder? Kann ich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, da gibt es eine Bezeichnung für diese Stöckchen mit einem Säckchen dran gebunden. Oh, einen Schlüssel bräuchten wir hier. Interessant. Genau, Dragon Quest steht zum Beispiel bestimmt. Dragon Quest 11 steht auf jeden Fall zur Abstimmung. Mein Geld ist hinter dieser Tür sicher. Niemand wird den Schlüssel finden. Hehehe. Moment, klaue ich jetzt schon alten Frauen ihr Gold und zahlen muss, oder wie? Dachte, ich kämpfe gegen Monster. Goblin-Schwerter und so. Oh oh, jetzt, das war ein Fehler. Jetzt kann ich den Level jetzt von hinten spawnen. Noch nicht. Ein Bündel. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es einfach nur ein Bündel. Das kann schon sein. Oder mein Hirn spinnt jetzt einfach nach 24 Stunden zocken und Blödsinn reden. Das kann schon auch mal vorkommen. Wer weiß. Boss! Sehr gut. Ah, so schaffen wir den aber nicht. Okay, aber den kriegen wir noch hin zum Abschluss. Die Walküren damals. Das war noch Zeit. Der, glaube ich, erste 24-Stunden-Stream, oder? Mit God of War. Den Walkürenkampf am Schluss. Okay, wenn das seine einzigen zwei Angriffsmuster sind, dann habe ich ihn jetzt durchschaut. Dann kriegen wir den jetzt hin. Ja, Kaputski! Ein schönes Finale. Der große Wald ist abgeschlossen. Perfekt. 300 Gold, dafür kaufen wir uns noch eine neue Rüstung. Rüstung aus der dunklen Welt. Stabile Rüstung, von Riesen gefertigt. Aus dem Fell einer wilden Bestie, getragen von den größten Kriegern des Nordens. Ich glaube, ich nehme die Rüstung aus der dunklen Welt. Ah, ist das eine Dark Souls-Anspielung? Vielleicht so ein bisschen? Vielleicht. Aber haben
die Rüstungen auch irgendwie Werte? Keine Ahnung. Kann schon sein. Jetzt habe ich leider keinen Countdown, der die Sekunden anzeigt. Die Viewtime wäre, glaube ich, nur knapp 6 Stunden, weil ich den Stream öfter mal neu gestartet habe. Tolle Musik, passt gut zum Warten auf die letzte Minute. Ja, 12 Uhr, 24 Stunden. Und diesmal sogar ohne Pause oder irgendwas. Also, ein paar kurze Pinkelpausen natürlich. Aber ich meine jetzt nicht wie beim letzten Mal Silvester. Brauchte ich ja tatsächlich eine längere Pause, aber diesmal geschafft. Durchgezogen. Am Stück. Cool. Ich freue mich. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich echt gefreut. War wirklich cool. Wir haben heute Glück gehabt mit den Spielen. Selbst mit den Glücksgriffen hier. Mit den kleinen Spielen, die ich einfach mal so blind mir geholt habe. Hatten wir wirklich durch die Bank Glück. Ich finde lauter cooles Zeug heute dabei. War richtig cool. Ja, und danke auch, dass ihr letzten Monat so super krass fleißig gespendet habt. Vor allem natürlich an Ramsey und Zakorak. Aber natürlich auch an alle anderen, dass so viel zusammengekommen ist, dass das möglich war. Was für eine antiklimatische Musik jetzt gerade. Aber cool. Genau, bis zum nächsten 24-Stunden-Stream. Und Dienstag um 19 Uhr geht es dann ganz regulär weiter mit einem normalen Stream. Und was wir da spielen, wird... Warte mal, da muss ich ganz kurz schauen. Der... wird von den Patreons bestimmt. Oh, da muss ich aber die Abstimmung wirklich spätestens am Montag dann gleich starten. Genau, mache ich. Entweder morgen oder Montag entscheiden die Patreons, was wir Dienstag sehen werden. Na dann, macht's gut. Vielen Dank fürs Dabeisein und gute Nacht. Und Mahlzeit. Ciao, macht's gut.